Yo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Miesi Biesi, euer Haartransplantations-YouTube-Kanal Nummer 1 hier in Deutschland. Und heute geht es, wie ihr im Titel schon gelesen habt, gar nicht um mich, gar nicht um meine Haartransplantation. Für die neu auf diesem Kanal sind, ich habe auf meinem YouTube-Kanal ich hatte zwei Haartransplantationen gefilmt mit Ergebnis der ersten Haartransplantation. Jetzt bei der zweiten bin ich noch mitten im Ergebnis und das kann ich euch am Ende des Videos auch gerne mal zeigen. Also falls ihr mein Ergebnis sehen wollt nach der zweiten Haartransplantation, bleibt bis zum Schluss dran, am Ende des Videos zeige ich es auch gerne mal. Aber wie gesagt, jetzt geht es gar nicht um mich, sondern heute geht es um Kollega Colle der Boss oder auch Felix Blume, unter welchen Namen auch immer ihr ihn kennt. Und zwar muss ich mal ganz kurz ausholen, wie ich auf dieses Thema jetzt komme. Und zwar geht es darum, mir hat im Dezember letzten Jahres, oder was, Januar, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall schon eine ganze Weile her, jemand geschrieben, dass er in der Türkei seine OP hat machen lassen und dass er Kollega dort gesehen hat. Für mich persönlich war das so krass, super interessant, aber gleichzeitig, es gab kein Bild, es hat auch niemand anderes darauf reagiert, also niemand hat sonst irgendwie das öffentlich gemacht, Kollega selber auch nicht und dementsprechend wusste ich nicht so wirklich, was ich mit dieser Nachricht anfangen soll. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und dementsprechend habe ich das mal so ein bisschen im Sande verlaufen lassen und heute wurde in der Facebook-Gruppe, ihr könnt gerne mal meine Facebook-Gruppe abchecken, Link dazu findet ihr in den Kommentaren, in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Auf jeden Fall wurde in der Facebook-Gruppe geschrieben, dass Kollega wohl seine zweite Haartransplantation hat machen lassen und da wurden auch ganz viele Bilder gezeigt in der Gruppe. Ich zeige euch mal, während ich immer quatsche, hier auch die Bilder aus der Facebook-Gruppe, dass ihr auch mal ein bisschen abchecken könnt und mir glaubt oder auch nicht. Für mich persönlich ist es recht offensichtlich, dass er mindestens zwei Haartransplantationen hatte. Einige sind sogar der Meinung, dass es schon die dritte OP war. Also schon ziemlich heftig. Was nun, wenn das stimmt und was nicht, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Deswegen gibt es im Titel auch ein kleines Fragezeichen. Was für mich aufgrund der Bilder sehr offensichtlich ist, er hatte mindestens eine, wahrscheinlich sogar zwei, ob es drei waren, keine Ahnung, Haartransplantation gehabt. Die zweite war nun aufgrund dessen, dass Zweiter das geschrieben hat, dass er auch ihn in der Türkei hat gesehen und quasi im Flugzeug nach Deutschland mit dem Roten auf dem Kopf, ne, nach der Haartransplantation hast du so eine rote Kopf erstmal, einen roten Kopf, eine Fläche, Schorf, Blut, alles drum und dran. Und der hat es auch bestätigt, dementsprechend war es der Zweite. Und wie hat der Erste hat gesagt, er war bei Elite Transplant und hat Kollega dort gesehen. Für mich war so Punkt 1, wenn Kollega da gewesen ist, wenn Kollega wirklich bei Elite Transplant war. Elite Transplant ist nicht doof, die machen gutes Marketing. Die hätten es doch bestimmt veröffentlicht. Deswegen habe ich damals auch nicht weiter nachgehakt. Ich habe heute Elite Transplant geschrieben. Sie haben mir keine Informationen gegeben. Einerseits gut, finde ich total klasse, dass sie da nicht zu krass irgendwie, also Personendaten rausgeben, was auch immer. Trotz alledem scheint es aber wirklich so zu sein, dass der Typ, der mir damals geschrieben hat, recht hatte. Der war bei Elite, das weiß ich. Und der hat halt gesagt, er hat Kollega dort gesehen. Kollega war nach Türkei, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kollega bei Elite Transplant war, relativ hoch. Was ich schade finde, ist, dass Kollega das nicht öffentlich macht. Ich finde, man kann da ruhig zu stehen. Und ihr wisst ja, auf meinem YouTube-Kanal habe ich auch über andere Prominente, die eine Haartransplantation haben machen lassen, berichtet. Denn ich finde super wichtig, dass auch Kollega ist ein Star, fast jeder kennt Kollega so, aber am Ende sind wir alle nur Menschen. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn Prominente zeigen, dass sie auch Makel haben, dass sie auch nicht perfekt sind, dass wir nun wirklich alle eins sind. Jeder hat Probleme, auch Prominente, auch Stars haben Probleme. Und deswegen fände ich es von Kollega richtig mutig und nice und ich würde es geil finden, wenn er dazu steht und mal eine Instagram-Story macht oder ein Video. Er ist ja YouTuber, also er kann auch über Felix Blume, über seinen richtigen Namen, macht den YouTube-Kanal, macht er Videos. Warum nicht auch mal ein Video zu seiner Haartransplantation? Ich fände es super mutig. Also Kollege Felix Blume, falls du das siehst, ich würde dich auch super gerne interviewen, wenn du möchtest. Ich fände es super interessant, wenn du da einfach mal die Karten auf den Tisch legst, denn es sind für mich sehr viele klare, offensichtliche Fakten aufgrund der Bilder, aufgrund der Aussagen von verschiedenen Menschen. Aber letzten Endes ist es nicht 100% Fakt und nicht 100% bewiesen, auch nicht, wo er war. Dementsprechend ganz wichtig, dass dieses Fragezeichen in den Titel gepackt habe, denn 100% ist hier leider nichts. Das war's dazu. Mich würde interessieren, was haltet ihr davon? Sollte eurer Meinung nach Kollega mit offenen Karten spielen? Ich finde, klar, irgendwie jeder muss dafür selber gerade stehen, ob er es veröffentlichen möchte oder nicht. Aber es wäre schon ziemlich cool, findet ihr nicht? Und was glaubt ihr? War er bei Elite Transplant, wie es mir geschrieben wurde? Glaubt ihr, er war gar nicht in der Türkei? Glaubt ihr, er hatte überhaupt gar keine Haartransplantation? Ist das alles nur ein Gerücht? Ist das alles
Habe ich einen Aluhut vielleicht auf? Das ist gar keine Cappy, sondern ein Aluhut und ich bilde mir das alles ein. Was meint ihr zu dem Thema? Was hattet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare, bin ich sehr gespannt. Wir können da wirklich schön diskutieren und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. So, und für alle, die jetzt bis zum Schluss dran geblieben sind, weil sie meinen Haarstatus sehen wollen nach der zweiten Haartransplantation, den zeige ich euch gerne jetzt. Und ja, Seiten, ich habe es gestern beim Friseur, Seiten nicht auf 0, wie jetzt Bartmann sagen würde, sondern auf 1. Und ja, dementsprechend durch die Cap hier ein bisschen platt gedrückt die Haare. Aber voilà, da sind die Haare nach meiner zweiten Haartransplantation in der Türkei. Falls ihr mehr über meine Haartransplantation erfahren wollt, abonniert den Kanal jetzt am besten. Hier irgendwo ist ein Abo-Knopf. Könnt ihr aufdrücken, falls ihr Bock drauf habt. Ansonsten lasst ein Like da und dann sehen wir uns auch gerne beim nächsten Video. Macht's gut, Misi Bisi, euer Haartransplantations-YouTube-Kanal hier auf Deutsch. Ciao, macht's gut, bye.